Hallo und herzlich willkommen hier in Grünkopolis. Es gibt Neuigkeiten zum Splatfest 2020 und wir lassen Perla und Marina jetzt erstmal sprechen. Viel Spaß! So, da sind wir wieder. Ja, das Splatfest heute ist, das wird hier heute am Montag aufgezeichnet. Also ist das Splatfest leider schon vorbei. Was wir hier sehen, ist nur eine Aufzeichnung und wir schauen jetzt mal rein, wie Kip gestern noch so gespielt hat. Er hat durchgespielt bis Mitternacht, bis das Splatfest offiziell vorbei war und hat sich wacker geschlagen für das Team Ketchup. Und wir schauen jetzt mal rein, wie die Spiele gestern so noch waren. Nach dem Laufband sehen wir zum Beispiel, ein 100er Kampf wurde für Team Ketchup gewonnen. Oh, das sind Flint Ronin und Venzio für Team Mayo. Das sind Kips Kumpels, die im Mayo-Team gespielt haben. Wie das ganze Splatfest ausging und wer letztendlich gewonnen hat, Mayo oder Ketchup, vielleicht wisst ihr es ja schon. Es ist ja, wenn das dieses Video rauskommt, ist es schon offiziell bekannt. Aber wenn ihr es nicht wisst, dann bleibt dran. Bleibt aber auch dran, wenn ihr es wisst. Also ihr wollt ja sehen, wie Kip gespielt hat. Hoffe ich jedenfalls. Die Spiele im Einzelnen, also die letzten Spiele vor Weihnachten, vor Mitternacht, bevor das Splatfest zu Ende war, dann gibt es in einem gesonderten Livestream so als kleinen Rückblick. Also, ja, also keine Angst, es kommt noch ein Livestream, aber dieses ganz besondere Video hier gibt es als Video. Dieses besondere Video gibt es als Video. Oh, Flavo. Naja, ich bin nicht gerade der Sprachenmeister, aber das muss ich auch nicht sein. So, wir gehen rein ins Geschehen. Das System wartet auf die Mitspieler. Momentane Ketchup Power ist, ja, jetzt habe ich die Zahl nicht lesen können, aber irgendwas mit 1850 oder so. Ja, zögerlich kommen die ersten Spieler rein. Ja, das ist ja nicht live, ich kann ja überspringen. Aber Moment, hat sich jetzt Team Mayo endlich eingefunden. Da kommen die noch ein bisschen in die Puschen hier mal. Wir melden uns wieder, wenn es was Neues, wenn es weitergeht. So, jetzt geht's hoffentlich los. Und wir haben zweimal Ketchup. Das bedeutet, es spielen zwei verschiedene Farben, also Pink und so ein komisches Lila. Und los geht's. So, ich mache mal den Ton von dem Spiel ein bisschen lauter. Da war es das letzte Mal ein bisschen leise im Livestream. Das dürft ihr mir übrigens ruhig sagen oder schreiben, wenn euch der Ton vom Spiel zu leise ist. Also ich mag schon gerne den Ton vom Spiel noch mithören. Also macht die Ohrlauschlappen auf und genießt. Ja, schön von einem Ninja weggestempelt. Diese Ultra-Stempel, die sind auch wirklich. Oh, da kriege ich jedes Mal eine Krise, wenn ich die sehe. Ah, wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Da! Ja, splatte ihn weg. Und jetzt mutig und zügig nach vorne. Ja, den Pinsel, den hat es auch erwischt. Dodo ist erledigt.
Die Dodos sind sowieso ausgestorben. Das war jetzt aber böse. Ja, aber das stimmt. Dodos sind Vögel, die wo schon lange ausgestorben sind. Das heißt schon lange, ich weiß nicht wie lange, aber definitiv ausgestorben. So, wir sind schon, wir haben noch die, ja, noch 1,5 Minuten und das gegnerische Team Pflaumus ist bereits in Gefahr. Jetzt heißt es dranbleiben, jetzt heißt es dranbleiben. Oh, er hat schon wieder den Tintenschock. Den musst du jetzt einsetzen, jawohl, aber das hat nichts gebracht. Der Pinsel ist ja. Oh, Sniper, 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 Sniper. Und da weg ist er. Aber wie gesagt, bei einem Kampf aus der Team gegen das gleiche Team ist es im Splatfest nicht so wichtig, wer da jetzt gewinnt, weil es geht ja alles in einen Topf. Dann ist es ja dieselbe Team, aber trotzdem sollte man sich Mühe geben und nicht sagen, naja, es ist egal. Das kann nämlich auch sehr frustrierend sein. Und hier sind entweder das Gegnerteam so eingestellt, so nach dem Motto, ach ja, ist eh egal, es schafft es. Bringt ja nichts, was Splatfest. Oder das Team Kip ist hier ziemlich gut am Start, also ziemlich engagiert am Start. Ein Räusperchen, Entschuldigung. Ja, den kriegst du noch, den kriegst du noch, den. Na, tut er doch nicht. Na, egal. Kills zählen ja nicht als Punkte, das wäre vielleicht auch mal ein. So ein Hinweis an Nintendo für Splatoon 3. Vielleicht gibt es da auch ein Rangspiel und Spiel und Spielmodi interessant, wo, ja, wo die Kills vielleicht Punkte zählen. So. Und der Endstand. Uff. Das hat so gut angefangen. Trotzdem ein Lose. Ist schade. Schade, schade, schade. Aber es ist nicht ganz so schlimm, weil es ist ja dasselbe Team. Und das hat mit den Splatfest-Punkten dann kaum was. Jedenfalls bin ich so informiert. Ja. Also korrigiert mich gern, wenn ich falsch liege. Weiter geht's. So, weiter geht's. Und wir haben diesmal Team Mayo im Gift und oh, ein X10, ein Zehnfachkampf. Färbe möglichst viel ein. Und das auch noch in der Palmut-Akademie. Nach Brostmahlzeit. Na, dann kann ja Kip froh sein, dass es nicht diese Igelrockbühne ist. Also, es geht los. Es ist ein mittiger Kampf. Die Punkte aus diesem Kampf, sollte er gewonnen werden, werden 10-mal gewertet. Ja, cool. Ja, das Team anfeuern. Es geht hier schließlich um einen wichtigen Sieg, ein wichtiges Battle. Aber oh, da sind da schon die Schwarmraketen im Anflug. Aber Kip konnte gerade noch entkommen. Aber vor so einem Tänzer Kalligraph kann man ihm schon mehr entkommen, wenn der so auflauert. Aber Kip prescht ohne unbeirrbar einfach vor, einfach sich nicht beirren lassen, einfach weiterfärben. Wenn man weiß, dass es ein 10-Kampf ist, ein X10, also mal 10 oder X10-Kampf, dann kann man schon leicht so nervös werden, dass man auch Patzer macht und sich jetzt zu sehr unter Druck setzen. Das darf man auf gar keinen Fall. Man muss ganz normal, ganz konzentriert spielen. Sonst wird das nichts. Unter Druck schon gar nicht. Na gut, soll auch Spaß machen, aber. Auch gewinnen kann Spaß machen. Jetzt den Tintenschock einsetzen. Jawohl, Emi ist weg vom Fenster. Die Mayo wird weggewischt von Ketchup. Und momentan, wir haben jetzt keinen Blick auf die Karte, momentan sieht es anscheinend sehr gut für Ketchup aus. Aber der Klecksroller ist, oh, es sieht ungefähr halb-halb aus. Mit einem leichten Vorsprung für Major. Jetzt muss Ketchup in die Puschen kommen, weil so einem Spiel ist es auch wichtig, dass es aber von Vorteil, dass man springt und nicht die halbe Map durchrennt, so der Roller ist weg, die halbe Map durchrennt, wo eh schon alles eingefärbt ist, sondern springt. Natürlich mit der Gefahr, dass man dahin springt, wo schon eine Menge Gegner sind. Aber das Risiko gehört
mal zum Spiel. Und zum Start. So, Kim ist ja fleißig beim Wegsplatten und wegkillen. Die letzte Minute läuft. Ah, Chris Benji mit seinem Kenza-Kalligraph weggepinselt. Es sieht sehr gut aus für Team Ketchup. Nur noch eine halbe Minute, 30 Sekunden. Das sind immer noch Flächen, wo nicht eingefärbt sind. Jetzt wird's Zeit. Jawohl, noch 23 Sekunden. Jetzt den Tintenschock einsetzen. Sauber eingesetzt. Jawohl, Chris Benji mit seinem Kalligraph kann einpacken. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt wird's spannend. Ja! 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 Ja, 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 ja! Voll! Super, super, super! Gewonnen, 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 gewonnen! Ein X10-Kampf gewonnen! Der zweite X10-Kampf, wo der Sieg wo an Kip Splat geht. Herzlichen Glückwunsch! So, die große Frage ist nun, wer hat gewonnen, das Team Ketchup oder das Team Mayo? Wer hat das Splatfest für sich entschieden? Alle Spiele, die vor dem Ende des Splatfestes gespielt wurden, beziehungsweise die Kip gespielt hat, gibt es noch im Laufe dieser Woche als Livestream, sozusagen als ein Best-of, wo ihr euch zurücklehnen könnt und wo wir gemeinsam ein bisschen, was weiß ich, Chips knabbern oder Pommes essen oder was weiß ich, Cola trinken oder was auch immer und uns die Highlights vom Kips Splatfest genehmigen und ja, entspannt gucken. Im Laufe dieser Woche noch, da könnt ihr im Chat dann euch, was weiß ich, irgendwelche Fragen schon ausdenken, die ihr mir oder Kip stellen wollt. Und natürlich auch noch die große Frage mit live mitspielen mit Kip werde ich dann auch da beantworten. So, jetzt gucken wir uns das praktisch das Ende vom Splatfest an, also die Endnachricht. Wo ist es denn? So, Regie, Film ab. Und ja, und ich verziehe mich. Jawohl! Ha! Das ist ein 2:1 für Team Ketchup. Team Ketchup hat das Splatfest 2020 gewonnen. 2:1 für Team Ketchup. Ein klarer Sieg.
Wunder, wunderbar. Einen herzlichen Glückwunsch natürlich auch an alle, die für Team Mayo gekämpft und gespielt haben, haben auch hier ihr Bestes gegeben. Wunder, wunderbar. Aber the winner takes it all. Nein, das war natürlich nur ein Scherz. Natürlich, ja, geht auch von Team Mayo, kriegen die auch irgendwas? Naja, ist ja auch wurscht. Wir waren in Team Ketchup. Für alle Zuschauer, die in Team Mayo waren, auch ihr, an euch ein ganz großes Lob, ja, weil Kip ist von sehr, sehr viel Mayo weggesplattet worden und besiegt worden. Auch hier wieder hauptsächlich von Mädchen, jedenfalls von weiblichen Charakteren. Es ist auch wurscht. Auf jeden Fall Glückwunsch und es war ein richtig, richtig tolles Wochenende. Was ihr jetzt hier noch seht, das sind die üblichen Ansagen von Marina und Perla. Ja, welche Arenen gespielt werden, immer momentan. Und natürlich, dass die Berg GmbH wieder Leute einstellt für den Salmon Run. Aber jetzt lassen wir Kipp noch seinen Preis abholen. Auf dem Inkopolisplatz, nämlich 24 Supermuscheln. Ja, cool, aber das Platzfest-Shirt, da muss man abgeben. Ne? Toll. Ne? Echt toll, klasse. Warum kann man das nicht behalten? Das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Aber das macht natürlich das Platzfest auch zu etwas Einzigartigen und Besonderen. Weil dann, ja, da wäre es ja langweilig, wenn man das immer, immer wieder tragen könnte, obwohl kein Splatfest mehr ist. So, er holt seinen Preis ab. Gibt einen Tarnstiefel. Sehr schön. Ach, das war's schon. Das war's schon. Normalerweise steht immer ein Päckchen auf dem Inkopolisplatz und da kann man dann den Preis holen. Naja, ist auch egal. Man sieht, ich sehe oben hier beim Punktestand 112 Supermuscheln hat er jetzt und 2,49 Millionen Goldtaler oder was das auch immer ist. Ja, nochmal wirklich Glückwunsch. Ja, gewonnen, 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 gewonnen. Das war's auch für heute wieder hier. Das war's mit Splatoon, dem Splatoon 2, dem Splatfest 2020. Wer weiß, vielleicht gibt es wieder ein neues Splatfest. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Freut euch auf den kommenden Livestream im Laufe dieser Woche. Mal sehen, ob ich ihn am Abend mache oder vielleicht sogar in der Nacht. So eine Splatoon-Nacht wäre ja mal was Cooles. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr es euch wünscht. Eine Nacht wäre auch mal toll. Und dann gibt es wieder Spore und danach mal gucken. Bis dahin gehabt euch wohl, ja, viel Spaß noch, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.